Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Schulfer und herzlich willkommen zu Escape the Backrooms. Manche von euch werden das Spiel vielleicht noch kennen. Ein ultra nices Backrooms Multiplayer Game. Es hat ultra viele Updates bekommen. Allerdings müssen wir auch aufgrund der Updates von vorne anfangen. Wir haben das Spiel ja damals schon mal auf dem Main Channel gespielt, bis zu einem bestimmten Speicherpunkt, der aber gelöscht wurde. Das heißt, wir fangen jetzt nochmal komplett von vorne an in Escape the Backrooms, damit wir auch später die ganzen neuen Level erleben können, Freunde. Detox ist mit dabei. Wir gehen rein. Let's go. Hä? Startet man nicht zusammen? Nein, nein. Das weißt du doch noch. Nein, das weiß ich nicht mehr. Hast du es schon verdrängt oder was? Okay, dieses Ding will nicht, dass wir entkommen. Exit, wir müssen die Leiter reparieren. Wo bist du? Warte. Wow! Alter. Mann! Gleich ums Eck war ich. Guck mal, fang bist du hier gespawnt? Direkt, ich stand hier. Okay. Hier habe ich in die Wand geguckt. Hier. Alter, die haben die Texturen verbessert, oder? Guck mal in die Tapete rein. Ui. Wow, guck mal. Man kann die Raufasern sehen. Das erinnert mich an diese Folie, die man eindrücken kann. Maximal beruhigend. Stimmt, Luftpolsterfolie. Ja, genau. Okay, wir müssen sogar diese Beine, wenn du nach unten guckst. Schau mal nach unten. Wow! Das ist aber auch neu, oder? Gab es das auch nicht? Doch, doch. Hey, die haben einiges verändert. Siehst du, dann lohnt es sich vielleicht doch, wenn wir von vorne anfangen. Ja, komm. Vielleicht dauert es dieses Mal auch nicht 3 Stunden, bis dahin zu kommen, wo wir damals aufgehört haben. Meinst du, ja? Oh, okay. Ich bin rausgeflogen. Was? Warte, ich bin rausgeflogen. Ach so, aus dem Game. Ich dachte, du bist gestorben. Nee, aus dem Game. Kannst du mich einladen? Gut, also, wo müssen wir hin? Wir müssen eine Leiter finden. Rodox und Julfa, wieder vereint. Wieder vereint in den Backroom. Warte, was ist das hier? Ach so, das ist das Ende von der Fußleiste. Das sah komisch aus. Oh, okay. Guck mal. Alter, sieht das scheiße aus, wenn du dich. Nee, warte mal, mach nochmal. Hock dich mal hin. Warte, das. Nee, sieht. Ich dachte, das sieht ultra goofy aus, aber der stützt sich mit der Hand so auf den Boden ab. Guck mal bei mir. Ja, aber das sieht goofy aus. Also, ja, aber sonst. Geh mal. So, also. Warte, stell dich mal gerade hin und guck mal an die Decke. Sag du mal. Warte. Erstmal Bandscheibe L5 jetzt, gebrochen. Jetzt guck nach unten. Okay, das geht, ist nicht ganz so schlimm. Aber nach oben ist. Warte, guck. Wie so eine Bahnschranke. Ganz übel. Okay, Julfa, wir müssen eine. Twerkt mit dem Oberkörper. Wir müssen eine Leiter finden, das ist wichtiger. Ja, aber das war gar nicht so schwer, glaube ich. Also, weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, wenn die was geändert haben, wer weiß. Ist das Vieh hier auf dem Level schon? Nee. Also. Meinst du nicht? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber wie du schon sagst, wenn es ein Update gab, dann. Ja, also es gab ja ultra viele Updates. Wir haben das Game das letzte Mal vorüber. Hier ist eine Tür. Oh, nice. Wir haben. Aber? Ist zu. Ist zu. Wir haben das letzte Mal vor über einem Jahr gespielt oder so. Glaube ich. Können wir nicht, ja. Also, die haben schon einiges gemacht seitdem. Okay. Warte. Bist du hinter mir? Nee. Ich bin hinter dir. Ja, doch. Alles gut. Hä? Wo bist du hin? Du bist doch gerade nach links gegangen. Ah, da. Nee, passt schon. Alles ist so gelbig. Kann mich nicht orientieren. Ich wollte im Kreis laufen und hinter dir sein. Aber ich war zu langsam. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Okay, das hier ist eine Sackgasse. Aber ist recht chillig, wenn du so gehst. Wir sind eigentlich ganz entspannt. Ja, ist ja mega. Du läufst doch so ultra auf. So ein bisschen. War ein Spaziergang in die Backrooms. Alles ganz ruhig hier unterwegs. Alles easy peasy. Aber ich bin Detox und ihr fragt euch bestimmt, wie ich in diese Situation geraten bin. Aber gab's hier nicht einen Pfeil? Also gab's hier nicht Pfeile? Weiß ich nicht, ob das hier. Das Game hier war. Boah, das ist, guck mal da durch. Das ist. Kann man da, schon. Können wir hier durch? Nee. Also lass mal schauen, gleich wieder in seine Froschhocke geht. Lass mal schauen, ob es irgendwie einen Weg darüber gibt. Ja, vielleicht so nach rechts rüber hier, oder? Nee. Ja, gut, hier ist Sackgasse. Also, safe gibt's einen Weg darüber. Haben wir keine Taschenlampe? Ah, nee, die mussten wir einsammeln. Ja, das muss man alles finden. Also, oh, und Mandelwasser. Ja. Das ist es. Das ist das Spiel. Das Mandelwasser. Ah, Mandelwasser-Game. Warte mal, komm mal mit. Ich hab die Orientierung hier. Ich bin der Pro. Warte. Hier. Ich dachte, hier liegt was. Alles gut. Komm mal her. So, wir gehen da lang jetzt. Ja. Und hier geht's jetzt hier lang, nach rechts. Und da geht's jetzt bestimmt nach links. Und möglicherweise geht's dann hier in ein dunkles Eck, aber es ist egal, weil hier geht's nämlich durch. Ja. So, und ja, ich würde sagen, das ist doch die Richtung, oder? Weiß ich nicht, ich hab dich verloren. Du nix, hä? Wo bist du? Bro. Ah, da. Bro, ich bin doch ganz langsam gelaufen.
Ich bin aber kurz stehen geblieben und hab mir an der Nase gekratzt. Ach so, okay. Ablenkung in den Backrooms ist nicht gut. Ja, ich weiß, ich weiß. Ist schwierig. Aber guck mal, das sieht doch so aus, als wären wir doch hier auf dem richtigen Pfad der Weisheit, oder? Ah, das ist dieser Säulenraum. Also nicht der, den wir eben gesehen haben, aber auch so einer. Doch, doch, natürlich, doch, klar. Stimmt. Ich hab dir gesagt, bist du schlau. Ey, was würde ich ohne dich tun? Aber wahrscheinlich, echt, wahrscheinlich wäre ich ohne dich nicht hier. Ziemlich sicher, ja. Okay, einfach hier geradeaus durch, ja? Ja, ja, wir gehen einfach durch. Also gut, keine Ahnung, warte, stopp! Was? Ich wollte einen Schluck Kaffee trinken, warte kurz. Oh, hast du das Klopfen gehört? Nein, habe ich nicht. Hä, echt nicht? Nein. Ich habe gerade übel lautes Klopfen auf meinem Ohr gehört. Warte, ist jemand in meiner Wohnung? Oder war das im Game? Ja, das war's jetzt zu, du Pfeife. Scheiße! Okay, Bro, das ist nicht gut. Ist es? Hinter wem ist es? Hinter mir, Mann. Ist hinter dir. Ah, zum Glück ist es hinter dir. Zum Glück. Ah. Jetzt ist es nicht mehr hinter mir. Ich hab's. Boah, Junge, mein Herz, ne? Boah, zum Glück ist es hinter dir. Sorry, ich hab dir wahrscheinlich gerade mit meinem Schrei die Ohren weggesprengt. Klar, ich hab ja selber geschrien. Ach, du meine Güte, ey. Ich dachte, das Vieh ist in Level 1 nicht. Dachte ich auch, Mann. Okay, aber es ist jetzt auf der anderen Seite. Also sollte es jetzt abgelenkt sein von dem dunklen Raum, auf den du zusteuerst. Ich bin schon hier drin. Ja, warte doch bitte auf mich. Ja, meinst du, ich warte, bis das Vieh wieder hier ist, oder was? Hier, komm. Ja, ich bin schon da. Also. Aber ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ja, super. Du stehst hier voll in der Sackgasse. Wenn es kommt, Junge, bist du tot. Ja. Ich hab doch auf dich gewartet. Nein, hier ist so ein Lüftungsschacht, aber den können wir nicht öffnen. Wieso? Kann man nicht öffnen, keine Ahnung. Warum ist da ein Lüftungsschacht, den man nicht öffnen kann? Hast du gerade versucht, durchzulaufen? Ja, vielleicht kann man ja durchglitschen oder so. Hey, ich hab's wenigstens versucht. Ja, immerhin, ja. Ich hab nicht gleich gesagt, es geht nicht. Ich denke, wir müssen einen Schraubenzieher oder so wahrscheinlich finden, um den zu öffnen. Oder ein Brecheisen oder so. Ja, und was ist so mit der Tür, die wir gefunden haben? Ist die egal? Ja, vielleicht müssen wir die auch irgendwie öffnen, keine Ahnung. Da vorne hängt ein Zettel, by the way. Ja, okay. Let's read. Hier steht das Gleiche, was wir schon gesehen haben. Aber hier vorne war eben noch einer, warte mal. Hier waren zwei Zettel. Wir müssen ja Leiterstücke finden, also. Und hier dann ist noch ein Zettel. Zusammensetzen. Ist auch der gleiche, Junge. Ja, wahrscheinlich sind das Spawns. Ich weiß nicht, ich bin weg. Einfach weggegangen. Ja, okay. Hallo, Jolfi? Ja? Ja, ich bin hinter dir. Pass auf, vorne rechts ist das Vieh, ne? Ja, deswegen laufe ich ja hier nach links. Ach so, okay. Es ist rechts, so laufe ich nach links. Ich sehe es nicht, es ist nicht hier drin. Meinst du? Ja, vielleicht ist es spazieren gegangen oder so. Ja, kein Plan, Mann. Wo bist du? Ich bin hier an der Spalte da. Aber welchen Grund hat das jetzt oder Sinn, dass wir hier rein sind, wenn wir nur das Vieh aufgeschreckt haben? Ist ja auch völlig blödsinnig, oder? Ja, jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, wa? Ja, du hast uns hier reingeführt. Du, also, gar nicht. Mhm. Ja, wir mussten ja hier rein. Wir mussten ja hier rein. Okay, lass mal umsehen, ob wir hier irgendwo halt einen Schraubenzieher oder irgendwas finden können. Ja, okay. Oder vielleicht einen Schlüssel für die Tür. Weil vielleicht aber wir sollten trotzdem zusammenbleiben, weil das Schlimmste ist ja, wenn wir uns verlieren. Ja. Das könnte ich mir im Traum nicht vorstellen. Oh, da ist es! Oh. Es hat uns nicht gesehen. Ja. Aber ist schlecht, weil da müssen wir lang. Oh, weiß ich nicht. Viel Spaß! Ich lenk's ab. Du suchst mal, okay? Ja, Alter, klingt das Ding creepy. Nee, das... Alter. Oh, Mann. Warte mal. Oh nein, ich bin in der Sackgasse. Es hat mich. Oh. Das Ende des Max. Warte, was? Bin ich jetzt tot? Weiß ich nicht. Ja, ich bin tot. Kannst du dich nicht wiederbeleben? Nein. Hä? Man kann dich wiederbeleben eigentlich? Nee, ich muss dir jetzt zusehen. Du musst es jetzt alleine machen. Was? Nein, kann ich nicht. Schaff ich nicht. So, musst du. Ich kann mich echt nicht wiederbeleben. Echt nicht? Man konnte sich doch sonst wiederbeleben hier, oder war das nicht so? Vielleicht ist das neu, dass man nur zugucken kann oder so? Keine Ahnung. Also hier, wo ich hier bin, ist auf jeden Fall da, wo wir gestartet sind. Da siehst du, da ist der Zettel. Ja, genau. Uiuiui. Aber hä, man konnte sich doch sonst, war das doch so, dass man diese ja, oh, Nachrichten der Motivation. sonst war das doch so, dass man diese leuchtende Tür finden musste, ne? Ja, genau. Aber das ist und dann war man noch wieder drin. Vielleicht ist es auch nicht auf jedem Level. Ich bin tot.
Ah, vielleicht ist das, weil ich den Hardcore-Mode angemacht habe. Hast du echt jetzt? Nein, habe ich nicht. Oh, ich habe die Leiter gefunden! Ja, ein Stück davon, aber immerhin. Zwei Stücken. Guck mal, wie viele Stücke da rumliegen. Wow! Was? Warte, vielleicht lebst du. Ah, hier ist der Schlüssel für die Tür! Aber was ist in der Tür? Ach ja, so. Wahrscheinlich, um den Schacht zu öffnen. Ja, aber ach so, du musst die Leiter hoch, um den Schlüssel zu finden. Okay, warte, ich würde sagen, wir holen dich mal wieder rein ins Game oder machen wir das zusammen? Ja, warte, aber hier ist der Spawn. Mhm. Hier ist der Spawn. Ja. Ja. Warte, die Leiter war hier lang. Okay. Warte, ist das die gleiche Map dann? Ja, ich glaube schon. Dann müssen wir jetzt hier runter. Warte. Ich bin Profi, ich weiß, was ich tue. Okay, ja, ich merke schon. Okay, hab mich verlaufen. Bist du nicht nach links? Nee, komm, ich vertraue dir, du. Nein. Du hast mich doch auch beobachtet eben. Ja, ich habe aber nur motivierende Nachrichten in den Chat geschrieben. Ich habe dir nicht auf den Hintern geguckt und habe geschaut, wo du hinläufst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier rechts runter bin, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir unsicher bin. Bin ich. Hier ist es. Sehr gut. Und wetten, hier sind jetzt die Leiterstücke. Die Leiter ist noch ganz. Ah. Oh, What? Das ist aber cool. Okay. Hey, ja, aber habe ich den Schlüssel dann jetzt? Ich gehe mal hoch. Ich guck mal. Kann man nicht. Ich habe keinen Schlüssel im Inventar. Echt jetzt? Warte. Vielleicht habe ich den aber auch einfach. War das nicht so oder sowieso, dass man Schlüssel sammelt und die Tür öffnet sich einfach? Ja, ich glaube schon, ja. Aber wie bist du denn die Leiter hochgegangen eigentlich? Ich habe die zusammengesetzt, dann kam so eine Sequenz. Ach so, okay. Ja, dann wirst du den Schlüssel schon haben. Dann lass mal die Tür suchen. Jo, okay. Die Tür war ungefähr, ich glaube, vom Spawn aus gesehen, nach links oben. Sei einfach still. Ich versuche nur zu helfen, okay? Ja, aber ich weiß. Aber lass einfach rumlaufen, wir finden die schon. Okay, ich bin nämlich der Auffassung, weil du sagst so oben links, ich bin eigentlich der Auffassung, dass sie vom Spawn aus nach rechts weg war. Okay, ja, schauen wir mal, wer recht hat. Keine Ahnung, hier ist sie. Hab sie gefunden. Oh, und sie ist auch offen. Tja. Alright. Oh, Pitfalls! Oh nein, das ist nicht gut. Nein. Ich meine, wir wissen beide, dass wir das nicht rüber schaffen. Es ist eigentlich völlig egal, okay? Ich will nicht, ich schaff das. Ja, geh du zuerst, gehst du zuerst? Kommst du bitte auf? Wie? Kommst du bitte auch runter? Nein, warte. Schau mich nicht so vorwurfsvoll von oben an. Du bist genauso dumm runtergefallen wie ich. Also hör auf, mich zu dissen. Aber sah richtig lustig aus, wie du gefallen bist. Du auch, wie so ein Frosch, der keine Beine hat. Okay, und was machen wir jetzt? Wie ein Frosch, der keine Beine hat? Das ist einfach nur ein Klumpen dann. Ja, genauso bist du runtergefallen. Warte, hier ist safe. Hier sind jetzt die Pfeile. Ach, da sind die. Okay, warte, dann nach hier. Hier lang. Aber hier ist ein Pfeil, der nach hier zeigt. Ja, aber hier ist ein Pfeil, der in die andere Richtung zeigt. Komm her zu mir, komm her. Nein, ich folge meinen Pfeilen. Folg nur deinen Pfeilen. Nein, Tjulfa. Ich folge meinen Pfeilen. Oh mein Gott. Tjulfa, ich vertraue meinen Pfeilen mehr als dir. Das ist der gleiche Weg, nur geht's auch auf der anderen Seite. Nein, auf deinem Weg sind Entities. Ach so, okay. Ich laufe deinen Weg, by the way, aber du bist schon wieder viel zu schnell. Ich habe das mit dem Entwickler geklärt. Ach so, du hast Cardio studiert, oder? Hier. Was? Komm! Guck mal! Was? Nächste Level. Nice. Let's go! Wir sind Profis. Cool. Warte mal, was ist das? Keine Ahnung. Alter, man sieht gar nichts, da gehe ich nicht rein. Nee, das ist aber einfach nur irgendein Raum. Okay, und was ist da drin? Geist ist nur eine Küche. Boah, aber hier würde ich mich gern aufhalten. Also das ist eigentlich so der Raum, in dem ich mich wohlfühle. Ne? Sandwich raus, bisschen Essen machen, Tür zu, Leben erstmal genießen. Schön chillen, ja. Ja, aber echt. Okay, nächstes Level. Nice. Oder? Ja, warte. Ja, es lädt. Perfekt, let's go. Okay. Easy. Sehr gut. Ja, das haben wir doch gut gemeistert. Wir sind die besten Backrooms. Oh nein. Was ist das Level? Ah, warte, hier ist der Farbcode, den wir bei den Autos finden müssen. Ja, genau. Erinnerst du dich? Wir wissen das ja schon, ja. Proceed to pull your ID card. Drück mal C. Ah. Okay. Damit können wir uns. Hier, ne? Weil es kann sein, dass hier ein Skinwalker ist, der aussieht wie wir. Ah, okay, so können wir uns dann ausweichen. Ja, so können wir uns identifizieren. Also wenn ich dich irgendwo sehe... Aber da wir ja sowieso zusammenbleiben und Händchen halten, ist das ja eigentlich egal. Ja. Aber wie ging das mit den Autos nochmal? Irgendwo sind Autos, die nicht abgedeckt sind und das ist dann ein Farbcode für den Fahrstuhl. Also wenn es noch genauso ist. Okay, ja, dann ich guck mal hier in die Tür noch. Hey, zeig mal deine ID-Card!
Was? Spaß. Oh, eine Taschenlampe. Ja, warte, ich will auch eine. Ja, ich hab eine. Nö, du kriegst keine. Hey, kriegen nur Profis. Oh, Mann, boah, ey. Boah, guckst du gar richtig nice mit Animation, yo. Yo, ich hab auch eine gefunden, so. Meine ist aber viel cooler. So, die ist aus Silber-Titanium, ja. Ach, quatsch mal nicht rum, du weißt ja nicht mal, wie man Silber schreibt. STH? Schieber. Oh, Mandelwasser habe ich gefunden. Ja, nimm mit. Ja, wie kann ich durchswitchen? Oh. Die Dose der Rechtschaffenden ist das. Let's go. Warte. Oh, ich glaube, ich habe den Raum mit den Autos. Ja. Okay. Merkt dir mal, eins grün, eins rot, zwei blau. Schreib dir das mal irgendwo auf. Eins grün, zwei rot. Junge. Eins grün, eins rot, zwei blau. Okay. Schreibst du es dir auf oder muss ich selber machen? Eins grün. Eins rot. Ja, Fahrstuhl ist offen. Come on, Bro. Achso, du bist schon beim Fahrstuhl. Ja, selbstverständlich. Hier, ich mache Morsezeichen. Tjulfa hat bestimmt den Easy-Mode eingestellt, ne? Nee, bestimmt. Normal. Ich habe auf normal. Okay, das ist ja... Ich fahre jetzt ohne dich. Tschüss. Nein, warte bitte. Nö. Hallo, Ibims. So. Ibims, der Tjulfi. War da nicht auch gelb als Farboption? Nee, nur rot, grün, blau. Ach so, ich dachte irgendwie, ich dachte schon, es fehlt eine Farbe. Aber gut, ich sehe kein Gelb, ich bin gelbblind. Wusstest du das nicht? Nein, bist du wirklich? Nein. Junge, die ganzen Backrooms sind gelb. Ach nein, es gibt ein zweites. Benutz Mandelwasser, um deine Sanity zu restoren. Okay. Okay, irgendwas stand da noch mit, niemand hat überlebt und keine Ahnung. Ja, ja, niemand hat, alle sind dood. Alle sind dood. Den Leuten geht's nicht gut. Ey, wir kommen auf jeden Fall schneller durch als letztes Mal. Ja, aber was müssen wir hier jetzt machen? Ich glaube, war das nicht hier, wo man irgendwelche Ventile reparieren muss oder so? Ah, ja, true. Und hier geht's halt auch. Auf dem Level ist jetzt auch safe der Skinwalker. Ja. Irgendwo. Wieso heißt es eigentlich Skinwalker? Läuft der auf seiner eigenen Haut oder was macht der? Nein, weil er sich verwandeln kann und so aussehen kann wie wir. Ja, ich weiß. Jeder läuft auf seine eigenen Haut. Oder worauf läufst du? Nee, Füßen? Nee, ich hab Hornhaut an den Füßen. Das ist keine Haut. Ich hab nur Hornhaut. Ja. 5 Meter dick. Läuft er auf deiner Haut oder worauf läuft er? Ich lauf auf meinen Betonschuhen. Alter, wie viele Taschenlampen liegen denn? Hier ist ein Schlüssel. Ja, ich hab einen Schlüssel. Dumm. Ja, das ist sehr gut. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Schubladen, konnte man die nicht öffnen? Nee. Uah! Er ist da, aber hat mich nicht gesehen. Ja, du musst dann die Türen zumachen. Weißt du, was strange ist? Komm mal kurz rein. Da vorne ist er. Ja, komm mal hier rein jetzt. Okay. Mach zu. Ja, okay. Guck mal, du hast doch die Taschenlampe in der Hand. Ja. Jetzt guck mal nach unten an deinem Körper. Ja. Dann siehst du, dass du 2 Hände hast, die runterhängen. Du hast also eigentlich 3 Hände. Nee, habe ich nicht. Ich bin Mutant. Ich habe meine Taschenlampe in der Hand und meine Hände hängen einfach runter wie so ein. Ich sehe auch nicht mal, dass du eine Taschenlampe in der Hand hast. Rüste die nochmal aus und wieder weg. Okay, warte. Siehst du, dass ich eine Taschenlampe in der Hand habe? Ah, jetzt, ja. Jetzt geht's. Ah, siehst du mal, ne? Okay, gut. Also, wo ist er? Skinwalker? Der war da hinten. Mach vorsichtig. Ich mach vorsichtig. Ich bin in Vorsicht geübt. Er steht um die Ecke. Ja, der steht da um die Ecke. Und ich stehe hin. Ich habe einen. Scheiße. Er kommt. Rein, da macht die Tür. Aber der kommt nicht durch die Türen. Nee, ich glaube nicht. Der ist dumm. Los, komm! Okay. Easy. Okay, pass auf. Ich laufe zu der anderen Tür rüber, okay? Ja. Er ist hinter dir! Der macht irgendwie keinen Sound. Ja, weil er auch nicht hinter dir ist. Ach so. Oh, ich hab noch einen Schlüssel. Oh, er hätte mich fast erwischt, und ich Alter. Ich weiß wieder. Tür. Ja, ich weiß wieder, wofür es ist. Genau. Wir müssen hier die Dinger machen. 2 sind schon drin. Ja, die resetten sich aber nach einer Weile. Hier ist noch einer. Bam. Wir müssen jetzt noch einen 4. finden und dann müssen wir die alle nacheinander aktivieren und dann öffnet sich die Tür. Ja, das machst du, ne? Also. Was? Ja, auf geht's. Geh suchen. Was mach ich? Ich hab 3 gefunden, du keinen einzigen. Was hast du vorzuweisen? Halt's Maul, ich hab auch einen gefunden, du Pfeifenkopf. Ja, und ich 2. Raus hier jetzt mit dir. Los. Alter, geh. Pfeifen, Henry. Geh. Oh. Warte, ich mach Morsezeichen, damit er. Dann siehst du ihn. Okay? Ja, lenk ihn mal ab, bitte. Okay, warte, ich lenk ihn ab. So, entschuldigen Sie, Günther. Entschuldigen Sie. Hallo, Günther. Hier sind keine Türen. Guck mal, der will nicht. Der geht, als wäre er der absolute Boss. Der hat voll den dicken Pickel am Hinterkopf. Safe da hinten an der Tür, wo er steht. Safe ist da der letzte Schlüssel. Pass auf, ich mache jetzt einen richtig fetten Move, okay?
Okay, lenkst du ihn ab jetzt, oder was? Wo bist du? Er ist hinter dir! Ja, ich lenke ihn ab. So, du gehst jetzt zur Tür, ja? Nee, mach ich nicht. Zülfer, mach mich nicht schwach. Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Bin drin. Er hat die Tür zugemacht. Ich bin so dumm und kann die Klinke nicht runterdrücken. Ich bin drin. Aber es ist, warte. Es ist kein Schlüssel hier. Super. Super. Das heißt, mein Opfer war umsonst. Ja. 10 Kalorien umsonst verbrannt für nichts. Perfekt. Okay, muss ich aufpassen, dass er mich nicht sieht. Warte. Oh, ich habe hier noch 2 Türen. Wetten wir, ich finde den Schlüssel. Na komm, ich finde den. Safe. Ja, mach doch. Ich habe ja die Leiter gefunden eben. Hier ist wo bist du denn? Oh, ich habe hier Mandelwasser. Das glaube ich brauchst du auch mal. Ne? Das ist für dich auch nicht schlecht. Wo bist du denn? Hier. Ah, da. Okay, hier ist Mandelwasser. Ja. Hier, guck mal rein. Ich hab 3 Dosen. Ach so, ja, okay. Dann. Ich hab auch 3 Dosen. Okay, aber kein Schlüssel. Nee. So, ah, Leute, wir sind doch ein gutes Team, oder? Tulfi Boy und ich, hä? Die Besten. Aber wir brauchen noch den letzten Schlüssel. Konzentration. Ja. Irgendwo muss er ja sein. Wie du immer läufst. Aber da waren wir schon drin. Ja, aber vielleicht haben wir ihn ja übersehen. Meinst du? Ja, haben wir auch. Hier ist er nämlich. Lol. Wer hat die Schränke geöffnet am Anfang? Du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Nidox es war. Das warst du? Du warst das. Guck so, mal, der Zebrastreif ist auch recht interessant hier. Macht ja auf jeden Fall Sinn. Stimmt, warum ist hier Zebrastreifen im Parkhaus? Lol. Naja, das macht schon Sinn, wenn Menschen im Parkhaus kreuzen und zum Ausgang gehen, aber das ist kein Ausgang. Da unten steht, komm ums Eck, komm schnell. Komm rein. Ja. Oh, Alter, er kam. Okay, warte. Und jetzt alle aktivieren. Yes! Sehr Let's nice. Go! Alter, wir sind so gut! Wir sind die allerbesten, aber jetzt mach hier keinen Aufmarsch, ja? Also die besten Cackrooms-Spieler aller Zeiten. Du willst den Tag nicht vor dem Abend loben. Du weißt nicht, was da noch kommt. Doch, klar weiß ich, was kommt. Gar nichts, weißt du. Wir sind schon wieder im Parkhaus. Und das hier ist noch mehr Mandelwasser. Nimm dir was. Mandelwasser? Ja, okay, ich habe jetzt 4 Stück. Ah ja, ich trinke auch mal was. Wie kann ich nochmal trinken? Warte mal, Taschenlampe? Also. Seltenheit ist selten von der Taschenlampe. Ja. Geht bei der Taschenlampe die Batterie nach einer Zeit aus? Keine Ahnung, nee, Mann. Oder? Guck mal nach. Nö. Nee, okay. Glaube ich nicht. Pass auf, welches ich Parkhaus jetzt mal ist das hier? Ja, das, was die ganze Zeit so dunkel ist. Und wir müssen den Ausgang finden. Das ist auch übelst ekelhaft. Ja. Oh, I remember. Und gleich kommt er irgendwo aus dem Dunkeln und beißt uns in die Füße. Und da sind auch lauter genauso kleine Räume, die gar keinen Sinn machen. Der Ekel, Larry. Ja, aber in irgendeinem der Räume ist dann der Ausgang. So war das doch, oder? Was denn? Der Ekel, Larry. Ja, Mann, er sieht doch aus wie ein Ekel, Larry. Der hat übelst den Pickel am Hinterkopf. Hast du das gesehen? Da läuft Ekel schon die Soße raus. Der hat auch irgend so ein Licht an seinem Fuß, das leuchtet. Was? In seinem Zeh, oder? Oder ja, wo? Wirklich hat er so. Damit man ihn sehen kann im Dunkeln, glaube ich. Oh, guck mal, hier sind... Also, ich wette, da vorne kommt der dann gleich. Ich kann mich erinnern, dass wir... Die Tür ist zu. Irgendwo ums Eck sind und dann war der da. Ja, wir müssen hier jetzt die Treppe runter und dann kommt der safe. Also hier... Warte mal, hier ist aber auch noch... Nee, da... Warte mal, steht er da hinten? Nee, da ist eine Tür. Komm mal hier hin. Komm mal zurück. Warte. Ja, warte. Ich weiß, okay, wo wir hin müssen. Ah, Treppe runter, ja, stimmt. Jo. Wir müssen hier die Ebenen runter durchs Parkhaus. Ah, ich sehe nix. Oh, ich habe keine Lust. Warum sind wir hier überhaupt drin? Junge, ist das ein Kacklevel? Ja, Alter, jetzt rechts mir oder so links? Links rum. Komm erstmal links rum. Okay. Hier sind nämlich 2 Türen. Okay. Alter, ich werde mir gleich so in die Hose wursten, ne? Wahrscheinlich ich auch. Ey, wenn der gleich aus dem Dunkeln angerannt kommt, straight up, I'm shitting my pants. Aber ich wurste jetzt schon, weil ich nicht weiß, wo du bist. Wie? Was? Ja, wo bist du? Alter! Oh Gott, ich gehe in den Raum hier rein. Wow, er hat mich direkt gekillt. Ich habe den Aufzug gefunden, Bro. Nein, halt's mal. Okay. Ja, da geh rein. Siehst du mich? Fahr ins nächste Level. Achso, bist du tot? Ja, ich bin dead. Ah, okay. Ich habe auch gesagt, er hat mich direkt getötet. Hauptsache, du hast den Aufzug direkt gefunden. Let's go. Ja. Oi, Junge, guck dir das mal an. Alter. Wie wir durchhauen, hey. Jetzt lebe ich auch wieder. Der allerechte Profi. Was ist das denn? Oh. Ist das neu? Das kenne ich nicht. Ich kenn's nicht. Ah, ich habe jetzt nur nichts mehr im Inventar. Das ist halt ärgerlich.
Hast du nicht? Warte mal. Nee. Guck mal. Ach, warte, kann ich. Oh, danke. Ja, ich hab. Guck, ich hab eine Taschenlampe mitgenommen. Alter. Okay. Danke. Also, sehr gut. Killer. Und was ist das jetzt hier? Stay in the light. Okay, aber was bedeutet das jetzt? Wir müssen erstmal den Security Override machen. Mach mal die Tür hier auf. Oh, nee, ah, wir sind im Hub. Ich mag den Hub nicht gern. Wir sind im Hub. Jetzt müssen wir den Security Override machen und ins nächste Level. Oh. Der Hub. Für alle, die nicht wissen, was der Hub ist, das hier ist so ein Autobahntunnel quasi, in dem jedes Backrooms-Level miteinander verbunden ist durch die Türen hier. Das ist der Hub. Ich nehme mal an, wir sollten nicht einfach eine Tür öffnen, oder? Doch. Wir müssen hier auch rein. Wir müssen hier zum... War das jetzt random oder wusstest du, dass nee, du hier rein... Nee, das wusste ich. Warte, okay. Wir müssen jetzt hier so einen Code knacken, Moment. Aber ich würde das jetzt nicht bei einer anderen Tür finden, oder? Nee. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie das hier ging, den Code zu knacken. Ah, okay, doch, warte. Was? Required Code. Find 1, int. Okay, warte, ich kümmere mich drum, ja? Ich glaube, ich krieg das hin. Ich kriech ein bisschen um dich rum und... Ich schreibe wieder motivierende Dinge. Du kannst... Warte, kann ich nicht hier einfach das auswählen? Nee. Hä? Du bist der beste Code-Knacker. Ja, warte mal. Irgendwie bin ich gerade noch ein bisschen, Also, einen Teil habe ich hier offensichtlich richtig. Aber... Nee, warte. Nochmal. Oh! Aber aus Versehen Error produziert. Warte. Ah, okay, warte, jetzt habe ich es gleich. Warte. Ah. Hey, hat sich das komisch angehört? Ja, als würdest du... Ja, eigentlich wie ein Frosch ohne Beine, so hat sich das angehört. Wie so ein Murloc. Aber das hätte... Oh, sehr, sehr cool. So, und jetzt müssen wir... Was denn? Die Tür ist fast zugegangen. Ist nicht schlimm. So. Okay, alles klar. Die ist automatisch. Nein, aber ich kenne das Level nicht. Sicher? Ja, ganz sicher. Ich kenne nur dieses Büro-Level, in dem wir waren, aber das war ja ganz anders, oder? Das warte, war hier das zweite Level. Guck mal hier, komm mal hier hin. Mhm. Das hier ist ein Passwort. Okay. It heard you, merk dir. It heard you, okay. Müssen wir jetzt hier an irgendeinem PC, müssen wir das, glaube ich, eingeben. Okay. Oder? I look. Oder müssen wir das hier vorne eingeben? Warte mal. Natürlich auch sein. Ah, warte mal. Ich mach mal was, okay? Mhm. Nämlich Licht mal an. Oh, so. Nice. Ah. Oh, guck mal. Ah, krass, okay. Wow. So, und jetzt können wir auch hier drauf zugreifen und können eingeben. It heard you. Okay, hier gibt's bei mir Level 0, Garage. Eingeloggt. Genau, und jetzt müssen wir Gate.exe müssen wir runnen. Gate.exe ist der Override, um das eine Dings zu öffnen, ich erinnere mich. Okay. Soll ich das machen? Oder? Ich hab's schon gemacht. Ach, du hast schon gemacht. Also interessant, guck mal hier bei Level 0, hier steht's und stehen so ein paar Sachen drin. Gesundheitsgefahr, kein Gesundheitsgefahr. Ja, da stehen so Beschreibungen dann, ne? Ja, ich glaube, wir können auch die anderen Files, die hier noch locked sind, können wir, glaube ich, auch freischalten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Heftig, okay, das von hier zu sehen. Ist schon cool, ne? Ja. Aber das ist neu, weil guck mal, wo wir das gespielt haben, war doch das zweite Level, wo wir doch beim Aufzug runter sind. Nee. Oder bin ich lost? Nee, da bist du lost. Also da bist du wirklich lost. Da kann sein, dass das dann später gekommen ist. Ja, ich hatte auch noch mal, ich hatte das Game ja auch nochmal alleine aufgenommen, vielleicht war es da schon drin. Ja, wir haben das ja schon, das ist ja ewig her, das war ja im... Ja, ich habe es zwischendurch, glaube ich, nämlich auch einmal alleine gespielt. So, jetzt müssen wir da wieder rein, wo wir rausgekommen sind. Ja, das war die Tür hier. Die Tür 1, ne? Ja, ist es. Perfekt. Okay. Let's go. Ah, und jetzt? Jetzt müsste hier das Tor offen sein. Beziehungsweise wir können jetzt hier am Hebel ziehen. Let's go. Okay. Oh. Alter, kurz Angst bekommen. Oh. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Ich kenn das Level nicht, Ich bleib stehen! Bleib stehen! Du stirbst! Warum? Ich bin noch stehen geblieben. Oder? Ja, du hättest nicht so weit hochlaufen dürfen. Ach so. Das sind Viech. Ja, das ist richtig dumm. Das ist dumm. Hast du deine Taschenlampe aus? Mhm.
Okay, ich mach mal Restart-Level, okay? Ja, mach mal, ich sehe nichts. Bei mir ist alles, alles weiß hier. Ei, ei, ei. Okay, also. Jetzt hab ich nichts mehr. Ja, ist halt so. Mach einfach mir alles nach, okay? Okay, okay, okay. Ich kenne das Level. Hey, das haben wir aber auch zusammengespielt, das Level. Nein! Okay, jetzt komm, schnell, 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 schnell. Während das Licht an ist, folge mir. Okay. Schnell, schnell, lauf! Ach so! Warum bleibst du denn stehen? Ich dachte, ich darf mich nicht bewegen. Nein! Ach so! Du musst ins Licht! Okay, okay, okay. Okay. Ja gut. Ja gut, das hat er nicht so ganz verstanden, der Didox. Das hat er nicht kapiert. Er hat sich einfach fressen lassen. Yo, okay, ich restarte nochmal, damit du nicht tot bist. Okay, ins Licht. Wir müssen von Licht zu Licht. Wenn es dunkel ist, dürfen wir nicht dastehen, wo es dunkel ist. Okay, verstanden. Also bleibst jetzt schon mal stehen. So, jetzt warten wir kurz. Warte. Jetzt, los! Okay. Runny, 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 runny. Oh, oh, ich schnell, meine Stamina, schnell. Meine Stamina. Nein, ich bin schon wieder tot. Oh, ich auch. Stamina. Oh, ich hasse das Level. Das Level ist richtig kacke, Mann. Ja, Mandelwasser gibt keine Stamina, ne? Nee, jetzt haben wir beide keine Taschenlampen. Sehr gut. Das ist super. Perfekt. Das ist nice. Wenn wir jetzt hier reingehen, bringen uns auch nichts, gell? Das nein, brauchst du nicht. Werden. Brauchst du nicht reingehen. Nee. Oh, toll, so, wir sehen gar nichts mehr. Jetzt ist stockdunkel. Okay. Warte, let's go. Okay. Ey, schon komm wieder. Rein, komm rein, komm rein, schnell. Oh, das ist knapp, Junge. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, die Türen hier können wir öffnen. Wenn wir Glück haben, finden wir ja auch neues Sachenzeug, Taschenlampen oder was. Warte, ich mach mal die hier auf. Ich hab auf jeden Fall schon mal Mandelwow, oder? Aber da jetzt reingehen ist auch schlecht, ne? Doch, kannst du rein. Da kann, nee, mach ja. Ich. Och, Junge, ich war doch auch gerade drin. Okay. Geh rein jetzt. Bist du dumm, du bist reingegangen. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich bin ich nicht verarschen. Okay, nee, ich seh gar nichts. Was ist hier in dem Karton drin? Komm mal hier hin, da ist nichts drin. Komm mal hier vorne hin, bleib hier stehen. Mhm. Ich hab ein bisschen Angst, Julfi. Los! Pass auf deine Stamina auf. Jojo. Okay, guck in die Räume. Der war dir ganz knapp auf den Fersen. Ja. Der hat schon an deinem Popo, hat er schon gerochen. Hinter irgendeiner Tür ist dann auch gleich der Ausgang übrigens. Okay, also bei mir war nichts drin. Ja, hier ist auch nichts drin. Hier ist auch nichts drin. So, was steht hier? Oh, guck mal, das kommt aus Polen hier. Ja, Poland. Poland, Poland. Okay, warte kurz. Achso, ja dann lauf. Ich stehe jetzt noch hier. Ich wollte erst gucken, wie weit es ist. Weil manchmal sind die Gänge weiter, als man denkt, und dann muss man. Ach so. Ja, das ist schlecht. Aber du hast es ja geschafft. Das ist schlecht. Ja, knapp, ganz knapp. Es war nicht erfreulich, sag ich dir. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe den Ausgang. Ja? Wow, du hast ihn! Oder? Ja, das ist jetzt. Pipe Dreams oder wie das Level heißt, kommen wir jetzt. Oh ja, das kenne ich, das Level. Let's go. Das kenn ich jetzt wieder. Easy. Station und Fun. In welche Richtung möchtest du? Vor allem, wir haben halt nichts, wir haben keine Taschenlampe, gar nichts. Ich lass dich entscheiden, Station oder Fun? Willst du zum Spaß oder willst du zur Station? Ich will zur Station. Okay, dann lauf. Ich hasse Spaß. Dann geh. Okay, tschüss. Das ist Fun. Achso. Hä? Was? Ach da! Mein Gott, ich bin so blind, ich habe das nicht gesehen. Ach so! Ich dachte, du hast ein Auswahlmenü. Ich bin dumm. Oh mein Gott, Junge. Ja, Fun erinnert mich an den Clown mit den Ballons, mit dem Kuchen. Kein Wunder, dass du immer stirbst in diesen Games. Du passt gar nicht auf. Ja, nee, ich will da nicht hin zu dem Clown. Also gehen wir zur Station, okay? Ja, ja. Hey, was heißt da ja? Heißt leck mich am Arsch. Ja, es ist egal, wo wir hingehen. Wieso ist das egal? Ich will nicht zu dem Clown. Spaß ist es nicht, du wirst rausfinden, was gleich mit dir passiert. Oh, ich bin schon ganz gespannt. Weil du nicht für Station entschieden hast. Ich bin schon ganz gespannt hier. Guck mal, ich glänz schon, wie die Rohre hier glänzen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, welche Richtung was ist. Ist irgendwas hier mit uns eigentlich, oder? Wie? Ja, ist hier eine Entity, oder? Keine Ahnung. Safe? Wie? Pipe Dreams? Pipe Dreams ist ein langer Gang. Aha. Toll. Der allerlängste Gang. Der allerlängste Gang, sagt der aller echte Backroom-Profi zu mir. Keine Ahnung. Ja, ich könnte jetzt ja sagen, was passiert, aber dann ist ja nicht so spannend. Aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, um ehrlich zu sein. Nee, sag lieber nichts. Aber danach, das Level hier, in Pipe Dreams waren wir aber auch schon zusammen drin, ne?
Auch das Level eben mit den Viechern, die im Dunkeln kommen. Nein. Da waren wir auch schon zusammen. Nein, guck doch deine Videos an. Ich guck jeden Tag deine Videos, ich weiß das. Du hast es einfach vergessen wegen deinem Kurzzeitgedächtnis. An der Taschenlampe hier gerade bist du auch vorbeigelaufen. Hey, ist da noch eine für mich? Nö. Willst du mir jetzt erzählen, dass hier in diesen Ecken überall Taschenlampen sind? Ja, ich guck schon die ganze Zeit in die Ecken. Gut, aber dann waren da keine, okay. Ah! Wow! Junge, mach doch nicht sowas. War nur das Rohr, was kaputt gegangen ist, hat mich erschreckt. Aber kannst du ein bisschen bei mir bleiben? Ich hab gar nichts, ich werde ein bisschen Banane sonst hier. Komm einfach mit. Komm einfach mit, ja. Oh oh. Wow, lauf! Ich muss rennen. Oh mein Gott. Lauf, wohin lauf, denn? Lauf. Einfach ja, geradeaus. Wir können nur geradeaus. Ja, und wenn die Stamina ausgeht? Die läuft jetzt nicht aus. Wir sind jetzt am Fliehen. Da können wir rennen. Ach so, okay. Da kickt das Adrenalin. Lauf schneller. Hier links rein, hier links rein. Hast du es geschafft? Junge. Ja, aber was war das denn? Ich glaube, das war so ein Vieh, was nur im Dunkeln kommt. Da hat's mir gleich meine Nippel aufgestellt, du. So ein richtig räudiger. Okay. Lauf doch nicht zurück. Wieso? Warum willst du zurücklaufen? Willst du zurück zu dem Ding? Ich will gucken gehen. Ich muss immer gucken gehen. Ich weiß gar nicht mehr. Oh nein, das ist das Level mit den Hounds. Junge, ich kenne das Ganze nicht. Natürlich kennst du das. Nein, das kenne ich nicht. Nein, ich kenne das nicht. Hä, habe ich das alleine gespielt, das Level? Ja, du hast das allein gespielt. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Nein, okay. Kann ich die Tür aufmachen? Nö, vielleicht war das auch doch Inside the Backrooms, was wir gespielt hatten. Ja, das kann sein. Aber Escape the Backrooms hatte ich auch. Ist das hier Escape oder Inside? Escape. Oh, die Tür ist aufgegangen. Warum? Hast du die aufgemacht? Nein. War das ein Geist, auf? Der dir von unten in die Eier beißt, oder? Was ist das? Nichts. Was hast du gerade gesagt? Ich habe gefragt, ob das ein Geist ist, der dir von unten in die Eier beißt. Na, okay, kennst du nicht den Klogeist, der dir doch, von unten kenn ich. In die Eier beißt? Doch, kenn ich. Boah, das klar, ist ultra kennt ihn creepy nicht. Hier. Das ist ultra creep. Ich brauche eine Taschenlampe, Mann, sonst überlebe ich hier nicht. Ist nicht schlimm, du brauchst keine. Ich habe ja eine. Ja, doch, das ist schon schlimm. Nein, mein Überlebensinstinkt verrät komm einfach mir, mit. Dass ich mich auf dich nicht verlassen kann. Wenn du Angst kriegst, läufst du weg und lässt mich zurück. Das ist ein gutes, sicheres Level hier. Mach dich nicht verrückt. Doch, mach ich schon. Wenn gleich was auf dich zugelaufen kommt mit vier Beinen und einem Menschenkopf, lauf ganz schnell weg, okay? Du hast gerade gesagt, das Level ist sicher. Ich habe gelogen. Seht ihr, Leute, das ist der Grund, warum ich Zulfa nicht vertrauen kann. Es ist... Wieso denn nicht? Ich hab dich doch gewarnt. Junge, du hast die Lampe. Ich hätte doch einfach sagen können, hier ist es sicher, geh vor. Ich brauche eine Taschenlampe, Mann. Oh, hier ist es sicher, geh vor. Junge. Was ist hier? Hast du irgendwas angeklickt? Okay, wir müssen da rein. Ich hab irgendwas angemacht, ja. Also, weißt du, das ist wie im Flugzeug. Die beste Idee ist nicht immer, irgendwelche random Knöpfe zu drücken und irgendwas zu machen. Ich hab hier den Sicherungskasten aktiviert. Lass mal zurückgehen. Geh doch du zurück. Ich gehe jetzt zurück. Hier ist noch einer. Ach so, müssen wir die da machen. Okay, ja, dann... Ich glaube, wir müssen drei so Sicherungskästen finden. Du warst doch eben an so einem Panel, wo alles rot war, ne? Vorne. Nö. Doch, warst du. Du standest daneben. Ich sehe nicht. Ich glaube echt, ich habe das hier alleine im Livestream gespielt auf dem Hauptkanal, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Ja, also ich kenne das gar nicht. Ja, dann ist es ja umso besser für dich. Nee, ist schlecht, weil wenn ich Dinge nicht kenne, auf die ich nicht vorbereitet bin, dann habe ich Angst und dann schreie ich und... Ja, komm mal mit. Ah, du bist ja da. Okay. Junge, wo soll ich denn sonst sein? Hier, guck. Hier. Wow. Hier müssen wir Sicherungskästen finden, um das alles zu aktivieren. Alles? Ja. Ja, wir haben doch gerade schon zwei gemacht. Ging doch schnell. Das müssen wir nur schnell noch liegt im Auge des Betrachters. Warte, lass mal hier ums Eck. Hier ist der Boden so komisch. Ah, nee, das hier ist eine Sackgasse, hä? Nee, hier ist eine Tür. Da ist noch was. An der Wand. Ja, mach mal die Taschenlampe an. Wieso läufst du denn ständig im Dunkeln, wenn du eine hast? Die ist doch an. Nee, ist sie nicht. Ich sehe nicht. Mach sie bitte nochmal an. Bei mir ist alles dunkel. Die ist an bei mir. Nein, aber bei mir nicht. Oh, jetzt ist sie an. Okay. Als wenn ich hier im Dunkeln rumrenne. Bin ich nicht dumm. Ja, ich bin gerade im Dunkeln rumgelaufen. Danke, dass ich dumm bin. Ja. Also, Junge. Hättest du schon mal vorher was sagen können. So, das Ding hier ist jetzt offen. Okay. Also gehen wir da rein, oder? Wir gehen gleich da rein. Ja, warte, ich will nur kurz hier vorne was gucken. Okay. Okay, alles easy. Ich gucke einfach mal, ob ich irgendwas finde. Puh, ich habe Angst und Panik. Das hier ist ein richtig übles Level. Oh, cool. Ich habe irgendwas zum Snacken. Echt? Ja.
Guck mal, ich habe so ein Energy Bar oder sowas. Wieso habe ich nichts zum Snacken? Das habe ich dir jetzt weggenommen, du hast genug Mandelwater. Alles gut, alles gut. Mach mal bitte die Tür da auf. Alles clear? Jo. Da liegt eine Taschenlampe im Regal. Wo? Oh, links. Yes! Oh yeah, baby! Du wärst daran vorbeigelaufen, oder? Nein, ich habe sie schon gesehen. Ich wollte nur wissen, ob du auch darauf schaust, was ich so mache. Das ist so geil, dein Charakter hält das Ding einfach wie eine Pistole, wenn du rumläufst. Hallo, wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Ich hänge in dem... jetzt. Schaffst du's? Ich weiß nicht, wie man Sicherungen anmacht. Ich habe for real keine Ahnung. Ich stand letztens auch bei mir im Keller unten und die Sicherung war draußen und ich bin so mit dem Finger hin und wusste nicht, soll ich nach oben drücken oder nach unten? Obwohl die schon unten war. Kannst du meinen Schmerz verstehen? Nein, kann ich nicht. Oh, wow! Lauf zurück! Mach die Tür auch zu! Mach alle Türen zu! Nein. Oh. Oh, Junge, das Vieh hört sich an, als hätte es Durchfall. Das ist ein Hound mit Tollwut, Mann. Ja, ich bin mehr von dem Geräusch erschrocken als vom Anblick. Ja, was will der jetzt genau von uns? Also, ich meine... Erstmal gar nichts. Hast du ein Leckerli oder so? Du hast doch den Schokoriegel gehabt. Stimmt, ja. Warte, ich nehme ihn mal. Ja, komm her. Ja, wo ist er denn? Ja, so ein Feiner. Komm hier rein und mach die Tür hinter dir zu. Warum können eigentlich Backroom-Entities, die so unglaublich gefährlich sind, keine Türen öffnen? Die haben IQ von 7. Die wissen nicht, wie eine Klinke funktioniert. So, okay. Ich merk schon. Das ist unser Glück, Mann. Okay. Es ist mega creepy hier, Mann. Warte mal, was ist hier? Wo? Ich hasse es hier. Also ich find's angenehmer wie in diesen gelben Räumen. Und ja? Angenehmer wie im Parkhaus, ja doch. Okay, ich habe hier noch einen Sicherungscase. Finde ich schon, ja. Ist an. Wir müssen noch einen finden. Geh mal da hinten rein. Nee, warte mal, ich wollte noch kurz zur anderen Seite schauen. Ist sicher da drin auf jeden Fall. Wow, nein, ist es nicht! Ich war schon drin, ich weiß. Nein, du Dreckiger! Aber... Wir müssen da rein, wir müssen den rauslocken. Warte mal, hier geht's aber auch noch in die andere Richtung. Nein, geht's nicht. Oh. Was denn? Ich dreh durch. Warum? Ich muss meinen Riegel essen. Ach so, ja, mach mal. Ich muss wohl einen Mangel an Verstand haben. Ja, Trust, ich glaub dir. Hör ich öfter. Detox hat schon wieder nervlichen Verfall. Ja, ich hab hier dauerhaft. Okay, wir müssen irgendwie das Vieh da hinten rauslocken. Ja, ich mach das schon, okay? Aber pass auf, wir müssen uns entscheiden, weil da ist nicht so viel Platz. Also, Frage warte, lass mal gucken. Okay, pass auf, wir machen die Tür auf hier. Mhm. Und ich lock ihn in den Gang raus. Geh du da rein. Wieso? Ja, weil ich ihn rauslock. Und der geht doch gar nicht rein, ist ja Quatsch. Ja gut, dann mach mal. Viel Spaß. Du sollst die Tür aufmachen, damit du siehst, wenn ich vorbeilaufe. Ja, und wenn er dann mich auf Aggro auf mich kriegt, du Pfeife? Nein, ich höre doch, wenn ihr vorbeilauft. Hey, du willst auch hier rein? Jetzt, warte. Was machst du da? Das macht doch gar keinen Sinn, wenn du auch da... Chill. Oh Gott. Ja, und jetzt? Ja, jetzt ist er im Gang und jetzt, wenn er hier vorbeiläuft, können wir doch raus, oder? Der läuft aber zurück da rein. Das weiß ich ja nicht. Was ist das denn für ein blöder Penner? Warum läuft er denn zurück? Okay, das heißt Taschenlampe aus und crouchen. Okay. Julfa, gib mir Feuerschutz. Mach doch die Tür nicht zu, wenn ich da reinkriege. Gib mir Feuerschutz, Julfa. Wo ist er denn? Da vorne ums Eck ist er gegangen. Warte, ich weiß, wo das Ding ist. Gib mir einfach Feuerschutz, okay? Du sollst leuchten und in der Tür stehen bleiben. Ich leuchte doch. Okay, warte, der ist... Mach das Ding, ja. Mach es. Mach schnell. Schneller? Ja. Ist gemacht, oder? Nee, ist es nicht. Es ist noch rot. Warum? Ja, mach's richtig. Ach, man muss da alle klicken. Meine Güte. Oh, Junge, du Amateur. Ja, mein Gott, ey. Wurde irgendwas aktiviert? Hast du was gehört? Ja, es hat so wum gemacht. Ja, dann komm mit. Ja, aber da hinten ist da nichts mehr. Komm mit. Hier müsste sich jetzt ja irgendwas geöffnet haben. I don't know. Ich glaube, vorne in diesem großen Raum. Oh nein, ich dreh schon wieder durch. Was machst du denn? Mein geistiger Verfall, er nimmt zu. Ich brauch Mandelwater. Hast du keins? Nein. Das ist doch als welches in den Regalen. Sammelst du das nicht ein? Nee, habe ich übersehen. Ich bin so nervös. Wo ist denn Mandelwasser? Dann gib mir Mandelwasser, Mann. Warte, ich will erst was checken. Ja, die Tür da hinten ist jetzt offen. Okay, komm her. Ja gut, oh ja, drop's mir, komm. Ich habe aber auch nur noch 2 Dosen, deswegen. Macht nichts, Bro. Oh. Erstmal auf entspannend hier.
Erstmal, ja, ich trinke auch einen Schluck Kaffee hier, ne? Mm. Aber kannst du mir mal erklären, warum eigentlich Mandelwasser? Also ich meine, der Entwickler oder der Erfinder der Backrooms... Das ist die Story von den Backrooms. Mandelwasser ist das Einzige, was es hier gibt. Also, aha. Okay. Gut, gut. Da hat jemand Mandeln gemelkt. Also ich mag eher so Hafermilch. Run! Ja, wohin? Ja, lauf einfach. Kommt der raus, oder? Nö, da kommt er gar nicht. Komm, aber wie sich der anhört, also... Junge, der hat eine verstopfte Nase. Mach es aber nicht so frech, der kann nichts dafür. Okay, weißt du, wie überzüchtet die sind? Ja, ich weiß schon, ich merke schon. Schlimmer wie, wie heißen die Katzen? Maine Coon, ne? Schlimmer wie Maine Coon überzüchtet. Maine Coon sind doch keine überzüchteten Katzen. Doch, sind überzüchtete Rassekatzen, die sterben meistens mit 10 Jahren. Okay, keine Ahnung. Tritt mal nicht in das Wasser hier, bitte. Der ist da drin, ne? Oh ja. Der Ekel. Hat mich nicht gesehen, ist der dumm. Hä, aber hat was er denn? Dann doch die Tür aufgemacht, oder was? Keine Ahnung, Mann. Nein, also ich komme darauf nicht klar. Weißt du, ich muss das verstehen lernen. Ich... Bro? Hä? Bro, warum machst du das? Ah ja, stimmt. Wir können den mit Licht blenden. Ach so. Ich erinnere mich. Hier, leuchte den mal an. Leuchte ihn an, die ganze Zeit. Okay. Oh ja, jetzt ist er im Ding drin, ne? Ja, das juckt ihn nicht. Leuchte ihn an. Und komm hier durch. Komm mal, lauf zur Tür. Ich leuchte. So hässlich, ey. So. Ja, hier ist jetzt aber Dead End. Nein. Ah. Hier ist noch einer drin, wir machen gleiche Taktik wieder. Okay, wir müssen zu der Tür da vorne, ne? Schön im Kreis um ihn rumlaufen. Hau ab, du Mistvieh. Tür ist mach auf, ja. Und mach zu. Nächste Tür. Junge, du solltest wieder, die nächste Tür zumachen. Du hast die Tür hier gar nicht zugemacht hinter mir gerade. Die hier. Ja, die kommen doch eh nicht dadurch. Hä, hey, du hast sie auch nicht zugemacht! Alter, egal. Was ist das? Ja, keine Ahnung, geh doch rein, dann findest du es raus. Warum ist das so? Bist du reingegangen? Zu dumm, ey. Nein, du bist dumm. Ich bin der Dumme. Ich hab sie ja voll zerlegt. Bin tot, Alter. Aber wie es dich zerlegt hat, holy jeez. Okay, jetzt musst du es alleine schaffen. Geh mal in das Loch, genau. Ich sammle dein Zeug ein hier. Jo, du scheiß Ninja-Looter. Du kannst durch das... okay, dann mach erstmal das. Weil du kannst durch das Loch auch durch. Was ist das denn? Es wär schlau, die Tür hinter dir zuzumachen, ne? Oh ja, stimmt. Das wär... Nur so als Geheimtipp. Das wär Geheimtipp. Geheimtipp, ja. Was ist das denn hier jetzt? Du musst immer die Farben so zueinander drehen, dass es einen Kreis ergibt. Ah, I see, okay. Das musst du doch alleine raffen. Nein. Ich verstehe sowas nicht, ich bin dumm. Oh, lustige Farben und Strom. Wie funktioniert diese Maschine? Jetzt sollte es aber gehen. Das passt jetzt, oder? Nein, es leuchtet nicht grün. Warum nicht? Ja, weil du es nicht richtig gemacht hast. Warum mache ich es nicht richtig jetzt? Jetzt leuchtet es grün. Okay. Ein Ding habe ich nicht richtig gedreht, Papa. Mach mal die Taschenlampe an. Hab ich doch. Achso, dann mach sie nochmal an, bitte. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Perfekt. Was ist das denn für eine komische Textur hier? Du kannst jetzt durch das Loch gehen. Mit dem Pfeil oben drüber, wo ich gestorben bin drin. Achso. Oh nein, ich dreh schon wieder durch. Du hast doch Mandelwasser von mir eingesammelt, oder? Ja, nee. Wo ist denn dein Mandelwasser? Wo ist denn dein Mandelwasser? Liegt das eins da am Boden? Eins hatte ich noch, das muss da irgendwo liegen. Ja, es ist hier Mandelwasser, okay. Ja, gut, dann trinken wir das mal, ne? Ja, gönn dir mal einen Mandelwader. Mandelwader in die Nase. Was? Ja, ich schütze mir immer in die Nase. Ach ich trink, so. Ich trinke das. Trinken ist ja dumm. Also, ja, hast recht. Trinken ist für Amateure. Wer trinkt schon? So, irgendwo hier ist auch so ein Sicherungskasten gleich. Oder sogar zwei vielleicht. Das ist einfach ein Raum, der völlig umsonst ist, okay? Ja. Ja, geh da mal rein. Jo, da ist einer. Perfekt.
Detox muss wieder im Kreis drehen. Oh nee, ey, schon wieder ein Rätsel zum Knacken. Das ist aber nicht gut. Boah, das ging aber schnell. Ja, ja, ich hab dazugelernt. Mach mal die Lampe bitte nochmal aus und an, weil ich sehe sonst nichts. Danke. Ja, ist ja gut, Herr Kapitän. Also, ich hab Angst sonst. Okay, da ist Mandelwasser im Regal hinter dir. Ja, ja, aber jetzt? Was mache ich jetzt? Hier schaust du hier. Was ist hier oder was? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Ist ja dumm. Geh mal zurück durch das Loch. Irgendwo muss noch ein Sicherungskasten sein. Jo. Aber dann ist die Frage, muss ich dann wieder durchs Loch und hinter das wo die Türen? Das sehen wir dann gleich. Ah, hier sind ja noch Türen. Ah ja, ja, guck mal. Guckst du mal. Oh oh. Was denn? Nee, 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 da gehe ich nicht lang. Warum nicht? Weil das Vieh da war. Bist du sicher? Mhm. Ganz sicher. Und hier sind auch Spuren. Guck mal hier. Ja. Oh, Junge. Da ist er! Ja. Der Sicherungskasten. Meine Güte, ey. Was ist denn das jetzt hier wieder? Mein Gott, das Alter. Was, kein... Ah ja, Kabel verbinden einfach nur. Erinnert mich an Poppy Playtime. Hat sich was geöffnet? Ja, irgendwas hat sich geöffnet. Da, die Tür links von dir. Ja, warte, und was ist hier? Oh Gott. Alter, wo war der denn? Ums Eck, glaube ich. Creepy. Mein Gott, du dummes Vieh jetzt. Geh bloß von der Tür weg. Lauf! Dieses Gequietsche immer. Ja, ja. Solche Dullis. Die Frage ist, wenn wir resetten, dass du wieder da bist, der ist dumm, weil dann verliere da musst ich alles. Dann müssen wir von vorne wieder alle Sicherungskästen machen. Sonst hätte ich das eben schon gesagt, resette schnell, aber... Oh oh. Du kannst jetzt hier nur im Kreis laufen, ne? Oh oh. Geh in irgendeinen Raum, mach zu. Okay. Irgendwo muss ich noch was geöffnet haben. War nicht in dem Gang, wo das Vieh gerade aufgetaucht ist. Kann man da nicht um eine Kurve gehen hinten? Ja, ich glaube, ich muss jetzt dahin zurück, wo... Ja. Wo du was? In das Ding rein bist, oder in das Loch, kann es sein? Ja, du bist doch da, wo ich rein bin. Nee, ich bin doch zurückgegangen. Ich bin noch zurückgegangen, oder? Lauf jetzt lauf in den Gang hier rein. Lauf da rein! Da rein jetzt, ja. Ja. Bis ganz ans Ende. Nein, bis ganz ans Ende. Aber da will ich nicht hin. Da musst du aber hin. Du musst das Vieh da rauslocken und da um die Ecke, wo das Vieh herkommt. Mann, ich will aber nicht. Du musst. Zunehmende Nervosität macht sich in meinen Eingeweiden breit. Lauf los. Der ist doch in die gleiche Richtung wieder. Da ist er doch. Dieser alte Sepp, der... warum machst du die Tür auf? Du musst jetzt hinter ihm. Du musst jetzt hinter ihm herschleichen. Müssen wir alles neu machen. Und ja, genau, das ist dann so. Live ist hart. Musst du. Du musst irgendwie um das Eck. Oh nein, ich drehe schon wieder durch. Oh Alter. Gott. Du hast doch eben Mandelwasser eingesammelt, oder? Ja, muss ich nochmal. Ey, mein geistiger Verfall ist wirklich... Wie in echt ist das hier? Das ist ja Wahnsinn. Insane. Ich glaube, mein Spielcharakter, der merkt das. Vielleicht muss ich einfach das Licht ausmachen? Nein, lass das Licht an. Du kannst ihn ja blenden damit. Ey. Alter, krank. Ja, irgendwie musst du da jetzt rum. Vielleicht auch nicht. Muss ich ihn blenden? Ja, blend ihn aber auch. Dann leucht aber auch. Lauf! Hat er dich? Ja. Ah, RIP. Mann. Und tot. Mist. Und jetzt? Warte, wo sind wir? Aber die Türen sind alle offen. Ja, ja, ich sag ja. Nur unser Inventar ist weg, glaube ich. Das ist alles. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Naja, doch, ist es. Guck mal, wie dunkel es hier ist. Oh, shit! Oh, shit! Ja, und wir haben nichts zu blenden. Das ist das Problem. Mist. Keine Tation-Lampen. Waren hier nicht irgendwo welche? Lampentation. Ah, die Sachen spawnen wieder. Guck mal, der Schokobügel ist wieder da. Und hier ist Taschenlampe. Komm hier rein. Da liegt eine. Ah, nice. Okay, dann ab dafür. Warte, ich muss mir erstmal meine Stamina mal wieder... Aber dann ist das Game doch leichter geworden, oder? Also... Das,
Ich glaube, das ist tatsächlich nicht das Game, was wir mit Schauerland gespielt haben. Ich glaube, das war Inside the Backrooms und das hier ist ja Escape. Aber das finde ich bisher viel cooler. Hinten ist Mandelwasser bei dem Vieh. Ja. Komm rein, mach die Tür hinter dir zu. Leucht ihn an. Oh. Bist du in den Strom gelaufen? Bist du tot? Ja, ich hab den Strom nicht gesehen. Hat er dich gekillt? Der Strom, ja. Krass. Aber instant. Okay. Aber jetzt schauen wir mal, wie du das hinbekommst, ja? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was wird? Wow! Da war ja noch einer! Ja, Dead, RIP, der Profi. Hey, ich wusste nicht, dass. Warum war in dem Raum noch einer? Keine Ahnung, zwei. Die hatten dich zum Fressen gern. Okay, hast du deine Taschenlampe schon eingesammelt? Ja. Oh, sehr gut, okay. Ich dachte, hast du noch nicht gemacht. Der Taschenlampe ist hier. Okay, jetzt einmal ohne sterben. Ich meine, wir haben ja alle Sicherungskästen, wir müssen jetzt eigentlich nur noch... Jetzt einmal ohne sterben, sagt er. Jetzt müssen wir haben nicht alle, oder? Doch. Ja, aber dann müsste doch das Tor hinten jetzt offen sein, oder? Stimmt, lass mal gucken gehen. Weil dann müssen wir uns den Käse ja gar nicht antun, da durchzulaufen. Rein theoretisch nicht, stimmt eigentlich. Hier war das, ne? Ja. Ja, ist offen, also... Ah ja, guck mal. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Oh mein Gott, wo geht's jetzt hin? Yes, das nächste Level! Oh. Let's go! Unreal Engine 4, Crash was? Reporter. Ja, dann können wir aber jetzt auch hier Ende machen, weil ich wollte unbedingt noch durch dieses dämliche Kanalisationslevel durch. Und dann würde ich nämlich an der Stelle sagen, wenn dein Game jetzt sowieso abgestürzt ist, sehen wir uns in der nächsten Episode von, was war das hier? Escape the Backrooms? Escape the Backrooms, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Escape the Backrooms wieder. Junge! Oh nein! Das ist das Büro-Level.